keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Aber doch, doch, ich bin über die andere Seite, weil hier ist nichts. Außer Leute. Ach, das kommt davon, wenn man sich keine Wege merken kann. Und der springt da aber ganz bestimmt nicht dran. Mhm, das war klar, weil Rupa ist ja ein bisschen doof. Ja, dann folgen wir jetzt dem Pfeil, würde ich sagen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Oder sagen wir eher, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Dann knallen wir erstmal noch euch ab, wenn ihr hier schon so steht. Will ja noch ein bisschen für die Statistik was tun. Ach, du hast auch eine Knarre. Tja. Die hat dir aber auch überhaupt nicht geholfen. Na, was macht ihr zwei hier, ihr Toteltäubchen? Rupa, du dürftest schneller schießen. Na. Kaum ist man an einer Stelle, wird man hier direkt von allen belästigt. Finde ich nicht okay. Du hast auch eine Knarre. So, habt ihr auch Knarren verloren? Aber Leben, ja, und Knarren, super. Und da liegt noch eine Granate. So, jetzt können wir dem Pfeil folgen, hoffe ich. Ach, liegen hier viele Tote und den Bane stört das gar nicht. Ja, super, hier haben wir angefangen. Nett, richtig nett. Na komm, durchsuch mal den Bullen, vielleicht hat der noch eine Knarre. Ich sagte, durchsuchen. Hallo, warum durchsuchst du den nicht? Na gut, dann lass es. Ja, vielleicht sollte ich jetzt mit Rupa einfach durch den Haupteingang gehen. Der ist natürlich zu. Kann ich das Auto nicht explodieren lassen, dass dann die Tür aufgeht? Na komm, explodier. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, war ja nur irgendwie logisch, wenn so ein Auto vor der Tür explodiert, dass dann eventuell die Tür auch aufgehen könnte, ne? Ja, ich laufe jetzt mal hier rum, weil hier haben wir ja noch gar nicht geguckt. Auch wenn ich das nicht mit Rupa tun sollte, weil der ja so schleicht. Aber egal, wir tun es trotzdem. Ach du heilige Scheiße. Ah ja, egal. Straßensperre hier. Und ihr wollt mich aufhalten? Seid ihr euch da sicher? Aber ihr habt keine Waffen. Ja dann, wenn ihr keine Waffen habt, ist das ja irgendwie... Hä? Warum war der denn jetzt schon so halb tot? Naja, egal. Vielleicht kommen wir ja auch irgendwie von der anderen Seite da rein. Ja, komm, erwürg sie ein bisschen schneller, wenn es geht. Tritt. Na. Musstest du ausgerechnet in dem Moment aufstehen, lieber Wildcat? Musstest du das? Ach, erwürg sie doch ein bisschen schneller, bitte. Ja, danke. Ah, Baseballschläger haben wir schon. Egal, wir gucken hier trotzdem noch ein bisschen weiter, auch wenn ich bezweifle, dass hier noch irgendwas ist. Ein Auto. Na gut. Aha. Irgendwie kommt mir das hier schon bekannt vor. Bin mir aber gerade nicht sicher. Aber mir kommt es bekannt vor, warum auch immer. Aber ich glaube, mit Darcy waren wir hier nicht. Ja, und hier gehst du bestimmt nicht drüber. Doch. Oh, da will einer was, da will einer was. Wo bist du denn, Kumpel? Komm her. Komm her, mein Schnurzelschnäuzchen. So, Toto, jo. Ich will doch nur darüber. Kann das denn so schwer sein? Ah, Darcy ist echt ein bisschen gelenkiger als Rupa. Der kann nicht viel. Der kann zwar zwei Waffen gleichzeitig bedienen, aber ansonsten kann der nicht viel. Tja, ich würde sagen, wir gucken jetzt hier einfach mal überall. Weil den gleichen Weg können wir mit Rupa ja nicht gehen, wie mit Darcy. Leider, leider. Oh. Hast du eine Waffe? Nein, hast du nicht. Dann hast du persönliches Pech. Ja. Richtig. Ich hasse euch. Ich prügel mich nicht gern mit euch. Ehrlich nicht. Gut. Ach, die Tür ist auch zu. Hätte ich die vielleicht eben aufmachen sollen? Ich glaube, das wäre intelligenter gewesen, wa? Hi. Ich möchte gern da deinen Boss sprechen. Der hat da eine Freundin von mir entführt. Ach, manchmal macht er das mit dem Treten, wenn die auf dem Boden liegen und manchmal nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt macht das wieder. Verdammt. Na, gut. Ach, du hast auch noch eine Granate gehabt. Warum macht ihr das mit mir? Wieso? Ich bin jetzt gleich einmal rum und auf der anderen Seite steht einer. Den holen wir uns auch noch schnell. Ja, komm. Du hast auch keine Waffe. Na, du hast ein Messer. Aber das würde ich hier in dem Spiel nicht wirklich als Waffe zählen. Jo. Jetzt hast du ein paar Rippen gebrochen. Ich hoffe, das war ein sehr schmerzhafter Tod.
Tja, von hier könnte eventuell noch, aber irgendwie glaube ich das nicht. Es wäre schön, aber ja, als ob ich da reinkomme. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte die ganzen Tore mal aufmachen sollen mit Darcy eben. Wenn ich das echt gemusst habe, dann fange ich an zu heulen. Oder gemusst hätte er gesagt. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Ja, der schwebt doch halb in der Luft. Dann kann ich verstehen, dass du das nicht machst mit dem Treten, Rupert. Dann kann ich das wirklich verstehen. Nein, auf den Boden treten, auf den Boden treten. Danke. Nein, du hast keine Munition. Ey, ich bin gleich einmal um dieses verdammte Haus rum. Und hier ist nix. Super. Vor allem, wie viele Eingänge hat dieser Kerl? Auf den Boden treten, Rupert. Ja, genau, Rupert. Scheiße, tut das weh. Oh Gott, und die haben auch noch alle Scheiße, Waffen, tut aber das die weh. sind anscheinend zu doof, um auf mich zu Da kommt schießen. einer. Aber finde ich gut. Rupert, du schlägst die ganze Zeit daneben. Boah, zieht jetzt nicht eure Waffen, zieht nicht eure Waffen. Gott, ey. Ich fange so an zu heulen Du hast das gleich. so gewollt. Ja, töte ihn. Töte ihn. Oh, das war jetzt aber auch heftig. Aber wenigstens denkt ihr an mich und gebt mir Leben und gebt mir nochmal Munition. Komme ich jetzt hier irgendwie rein? Na, wahrscheinlich auch wieder nicht, ne? Oh doch, oh Gott sei Dank. War doch gut, hier reingegangen zu sein, einmal ums Haus. Das war gut. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Da gehst du ja wieder nicht rüber. Da müssen wir uns einen anderen Weg überlegen. Bringt dieser Weg was? Ne, ich möchte, glaube ich. Na, ne, an das Haus da. Na, Rupert, ich traue mich nicht mit dir hier irgendwas zu machen. Na, egal, wir haben ja jetzt einmal eine Leiter gefunden. Das war klar. Ach, Rupert, warum? Warum bist du nicht Darcy? Warum kannst du das nicht so wie Darcy? Hast du eine Knarre? Nein. Wenn du keine Knarre hast, dann brauche ich auch keine zu ziehen. Rupert, auf den Boden. Ja. Ich sag's einfach nicht mehr, Rupert. Wenn du es schon willst, Also, dann das wirst du tut es dir weh. tun. Und wenn du es nicht willst, dann tust du es halt nicht. Du bist verrückt, Mann. Ja, und du bist schon tot und kannst noch sprechen. Das ist verrückt, Mann. Ja. Also gehen wir nochmal hier rein. Das war ja schon gar nicht so schlecht. Müssen wir uns vielleicht einen anderen Weg überlegen? Ja, dann in die andere Richtung vielleicht. Weil das war mir schon klar, dass der liebe Rupert da mal wieder nicht drüber kommt. Na gut, dann nehmen wir jetzt diese Richtung. Muss ja schon irgendeinen Sinn haben, dass man mit ihm hier rum kann. Da ist noch eine Leiter. Und da hinten geht einer. Ja, das hat bestimmt wehgetan, Rupert. Du bist aber auch eine Memme. Du bist auch eine Memme vor dem Herrn, wirklich. Irgendwie traue ich mich nicht, darunter zu springen. Aber ich werde es tun müssen, wahrscheinlich. Aber zuerst darfst du hier gerne noch die Leute erschießen. Triffst du den überhaupt? Ach, Rupert, du hast keine Munition mehr. Das ist natürlich, ja, dämlich. Hi, Jungs, da unten. Oh, der schießt auch auf mich. Verdammt. Oh, ach gut. Dann brauche ich mir ja gar keine Sorgen zu machen, wenn ich hier runterkletter, dass ich da nicht mehr hochkomme, weil da komme ich nämlich nochmal hoch. Das finde ich nett. Na gut, dann gehen wir jetzt da hoch. Oder auch noch nicht. Ach Mist. Verdammt. Saublöder Lusche. Ja, beleidige die doch nicht immer. Die können auch nichts dafür, dass die nichts können. Rupert, stell mal vor, du wärst in deren Situation. Dann würdest du auch heulen, wenn dich da jemand als Lusche beleidigt. Das tut man nicht. Ach, Menno. Warum? Das kann doch nicht so schwer sein, darüber zu springen. Die können sonst alles und schaffen es nicht, dann mal darüber zu springen. Das ist echt so unglaublich. Ja, und zu euch zwei Luschen da oben komme ich nicht hoch. Und ihr wollt auch nicht zu mir runter. Nett. Na, dann gehe ich wieder. Dann gehe ich halt wieder, unverrichteter Dinge. Super. Echt super. Da könntest du. Könntest du. Aber du willst nicht. Kamera, dreh dich mal bitte. Oh, das gibt's doch nicht. Kann das so schwer sein? Aber ich könnte ja mal versuchen, hier auf diese Hecke zu kommen. Ich wollte gerade sagen, das würde Sinn machen. Das war gut.
Das war auch, der hat ja sogar einen Tennisplatz. Ich glaube es ja nicht. Ja, und ihr da unten, was macht ihr da? Ja, da liegt noch Munition und Leben. Ich brauche aber nur die Munition. Oh, ich gehe jetzt einfach hier lang. Den Bonus hole ich mir jetzt nicht, der ist mir jetzt egal. Den brauche ich jetzt nicht. Ja. Wo gehen wir denn lang? Ach, da war dieses Häuschen, glaube ich, wo wir den Alarm ausgemacht haben. Und dann können wir ja jetzt zu ihm reingehen, hoffe ich, dass wir das können. Na, nimm schon mal schön deine Waffen. Und jetzt mach bloß keinen Fehler, Rupert. Aber ich möchte das nicht nochmal machen, wenn es möglich wäre. Guckuck. Ach, das wart ihr schon? Na super, dass ihr das schon wart. So, lasst mich rein. Wer wohnt jetzt hier? Ihr wohnt hier. Wunderschönen guten Tag. So, ja. Darcy, du darfst mir jetzt nicht sterben. Danke, Roper. Sieht aus, als hättest du mir schon wieder das Leben gerettet. Teufel, Darcy, ich kann dich doch nicht sterben lassen. Du würdest ja den ganzen Spaß verpassen. Was für ein Spaß? Die Stadt wird übernommen, Roper. Alle Bullen, die noch übrig sind, sind alle auf der Jagd nach Mördern und Kidnappern. Außer uns beiden ist keiner mehr da. Dann wollen wir mal hoffen, dass der alte Roper und der Grünschnabel Darcy reichen werden, hm? Roper, warte! Es ist alles noch schlimmer geworden. Ich habe gehört, wie einige Whitecats von Raketen gesprochen haben. Roper! Raketen, die auf Union City gerichtet sind. Gott helfe uns! Wie lange dauert das Auftanken denn noch? Etwa 5 Minuten, Sir. 3. Und keine mehr. Oh nein! Och nö. Ist nicht euer Ernst. Och verdammt. Darcy, hast du überhaupt noch was an Waffen? Ja, jetzt können wir laufen. Irgendwie. Wo geht's denn hier nochmal raus, verdammt? Bonus, den holen wir uns noch. Gott, ich werde... Die Raketen werden gezündet und dann ist alles vorbei. Wie kommt man denn hier nochmal raus? Gott verdammt. Warum hast du so ein verwinkeltes, verdammt nochmal, Haus? No. Gott. Wo bin ich denn hier reinge... Ich finde hier nicht mehr raus. Nein. Ach, verdammt. Also ich glaube, hier hat Darcy gestanden. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Oh nein, wo ist denn dieser verdammte Eingang? Boah, ich hasse es, wenn es nach Zeit geht, ehrlich. Das gibt's doch nicht. Ich werde hier sowas von gleich sterben, nur weil ich diesen verdammten Ausgang nicht finde. Oh, da, Gott sei Dank. So. Und jetzt fickt euch, ehrlich. Ihr werdet jetzt alle ganz schön sterben. Hoffe ich, dass ihr das tut. So, lauf. Och nö, da ist schon wieder so ein Kumpel. Och nö. Oh Gott. Ja, wir müssen Bane ja irgendwie verhaften, wa? Oh, Bane. Bane, hör auf mit dem Mist. Hör auf mit dem Mist. Du bist verhaftet, du Lusche. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ha. Heftig. Kriminelle getötet 62. Kriminelle verhaftet 12. Kriminelle auf der Flucht 21. Bonus gefunden 4. Bonus nicht gefunden 10. Zeit 26 Minuten 30.